Da klingelte eines Vormittags, ich glaube, das war so Anfang März 56, klingelte das Telefon, Berlin war am Apparat. Also ich hin, Václav Neumann auf der Strippe und fragte mich zunächst, ob ich grundsätzlich bereit wäre oder Lust hätte, den Förster Deutsch zu singen, ob ich überhaupt Deutsch ein bisschen kann und so. Natürlich war ich gleich Feuer und Flamme, so ein Auslandsgastspiel, das war für mich damals was ganz Neues und sehr, so Lukratives. Die Arbeit am Füchslein deckte sich so teilweise mit der Arbeit am Russland und Ludmilla. Also grundsätzlich habe ich ja gesagt, und dann hieß es nach 3 Tagen, Felsenstein kommt nach Prag. Und nächsten Tag war so ein Treffen in dem Direktorenzimmer Nationaltheater. Es hat sich alles versammelt, was Rang und Namen hatte. Alle waren neugierig auf diesen Verrückten aus Berlin, wer das ist. Ne? Nur jetzt geht die Tür auf und tritt ein. Naja, jemand, wo jeder aufsteht, wenn er ins Zimmer kommt. Und ich stand so in der Ecke so. Ich war immer kleiner und jetzt kam die Reihe an. Also zu mir und der Herrlichkeit sagt, und das ist der Asmus. Das ist er, sagt mir schon. Und schon war es, hat sich nicht um niemanden mehr gekommen. Und plötzlich sagt der Direktor Zielinski, Herr Felsenstein, aber das hat einen Haken. Wir haben einen Gastregisseur hier für Russland und Ludmilla, Sie wissen, ein Herr Sacharow aus Bolschewem Theater Moskau und der hat die Proben und wir können nicht so und so. Da plötzlich geht die Tür auf und so kommt der kleine Sacharow rein, ne, und sieht den Felsenstein und sagt, Felsenstein! Und er sagt, Sacharow! Und fiel in die Arme und alles war im Wunder.